Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind wieder noch in Pullendorf auf der Kleintierveranstaltung. Und es ist also gigantisch, was wir hier für Tiere haben, wie viele Rassen das es da gibt, wie viele Hühner das es gibt, wie viele Hähne das es gibt. Jetzt sind wir da anscheinend, wir haben wieder unseren Präsidenten, der Franz Lutz. Er darf ja keine Werbung machen, aber der Franz Lutz ist ein sehr guter Schreiner in Pullendorf. Also wenn er mal was braucht, dürft ihr gerne zum Franz gehen. Da seid ihr gut aufgehoben. Franz, jetzt sind wir bei den Italienern angekommen anscheinend. Jawohl, jetzt sind wir hier beim goldfarbigen Zwerg-Italiener. Der Italiener zeichnet sich aus durch die Farbenvielfalt, die er hier hat. Wie im Bilderbuch. Wichtig ist ein großer Kamm, schön gleichmäßig geschnitten, das ist also wie gemalt. Und diese Zacken müssen genau im Auge zufolgen. Ja. Also, sieht man auch wunderbar. Der Kamm soll im Nacken folgen, aber nicht aufliegen. Okay. Das ist auch die Problematik. Und auch die Brust soll dunkel sein, aber ein bisschen Gold drin haben, also umsäumte Feder, was man hier dann schön sieht. Ja. Mhm. Ja. Toll. Und man sieht auch, wenn man so einen Hahn oder einen Huhn in der Hand hält, sind die sehr ruhig. Und sobald man dann einen Boden gibt unter die Füße, dann fangen sie an zu rudern. Dann werden sie abheben. Ja. Und wenn man die dann wieder fachgerecht wieder ins Käfig reinlegt, sodass die Schwanzfedern brechen, dann kann man sie da anbauen, kann man sie da hinlegen. Aber ja, gut, schwitzt sich, ja. Das ist ja toll. Und jetzt haben wir hier fast identisch die gleiche. Ja. Aber kannst du jetzt da unterscheiden, welcher da besser ist in der Färbung? Ja, man sieht hier an der Schwanzsichel, hier ist es viel mehr ausgeprägt. Ja, das sieht man, ja. Wie beim anderen. Ja. Auch der Kamm ist stabiler wie beim anderen. Hinten wackelt er an der Fahne immer hin und her. Ja, sieht man auch. Da ist der stabiler. Und auch die Beinfarbe ist bei dem gelber wie beim anderen. Das ist ja toll. Also, das sind immer also so der Wahnsinn. Und jetzt kommen wir hier zu Silberhühnler, oder? Das sind jetzt Zwergmeerendotte, birkefarbig nennt sich das. Die haben den silbrigen Hals, genau. Und der Hahn. Die sind ja toll, Mensch. Das ist der zugehörige Hahn. Der hat wesentlich mehr Silber wie jetzt die Henne. Ja. Und auch an der Brust haben die noch gleich ein bisschen Silber. Ja. Das sind die verdienten Hähne mit den Lamettas an der Brust. Ja, genau. Ja. Man sieht auch, die haben einen ganz anderen Kamm wie die Italiener. Ja, sieht man ganz deutlich. Also man muss da einfach ein bisschen hingucken und dann sieht man da schon Unterschiede. Ja. Also das ist der Wahnsinn. Auch die Schwanzform, die sind hinten schön rund. Ah ja, guck mal. Was beim Italiener ja wieder ganz anders so ist. Ja. Also toll. Toll. Ist der Hammer. Dann haben wir hier Lachshühner. Ah, das kommt von der Farbe her. Die zeichnen sich von der Farbe her, Lachshühner, und dann aber auch die wegen dem Bauch. Ja. Und auch Federe an den Füßen. Ja. Ah ja, okay. Toll. Für den Hauptunterschied zu der anderen. Wahnsinn. Ja. Hier der Hahn wieder runter, zum Passen zu der Henne. Ah, schön. Guck mal, das sind ja Kunstwerke. Und bei den Hasen, weißt du, was mir da schon aufgefallen ist? Mancher Hase liegt da, wie wenn er am Dürer sein Has gesehen hätte. Ja. So sitzen die da. Das ist also der Wahnsinn. Ja. So, wir haben jetzt mal die Hühner gesehen. Wir wollen nachher noch zu der Hase rübergehen und nochmal ein Video machen. Leute, es ist der Wahnsinn. Ich kann es euch nur mal empfehlen. Und hier haben wir auch ganz schwarze Kianis. Ja. Da meint man ja, das sei ein Afrikaner. Ja. Toll. Und da ist sogar der Kamm, alles ist schwarz. Das ist der Wahnsinn. Ja, also sieht aus wie Altkopf. Toll. Ja. Klasse. So, ich verbleibe jetzt mal bis zum nächsten Video. Euer Bauschadensanalytiker Wilfried Berger. Und schaut einfach mal rein hier im Pullendorf, wenn wieder die Kleintiershow ist. Es ist wirklich sehenswert. Und ihr hört, es ist ein ganz tolles Konzept, wo die abgehen. In vielerlei Stimmen. Euer Bauschadensanalytiker Wilfried Berger.